Im Winter haben wir in Winterthur seit langer Zeit Probleme oder zu wenig Wasserfläche im Hallenbad. Der Stadtrat hat darum ursprünglich einmal die Lösung Gabriel-Dach vorgeschlagen, wo man das Freibad im Geiselweid überdecken würde, so dass man es im Sommer aufmachen kann und im Winter zumachen kann. Die Lösung ist vom Volk abgelehnt worden. Daraufhin hat es die Initiative gegeben für eine Traglufthalle über dem Freibad Geiselweid. Wir von der CVB-DU-Fraktion haben uns dafür eingesetzt, dass die Lösung, die der Stadtrat jetzt vorgeschlagen hat, als Gegenvorschlag angenommen wird. Das wäre eine einfache Lösung, eine Lösung, die schnell umgesetzt werden kann, die Synergien nützt und praktisch ist. Heute Abend ist das Thema im Grossen Rat behandelt worden und nach einer grossen Debatte ganz knapp überwiesen worden. Somit hat die Halle die nächste Hürde genommen. Wir wissen aber jetzt schon, es wird eine Volksabstimmung geben, ein Behördenreferendum, und ich werde mich wieder darauf einsetzen, dass die Traglufthalle als Lösung ankommt, und ich werde mich auch dafür einsetzen, dass wir in Zukunft auch ein Hallenbad haben können.